Hallo meine Lieben, heute habe ich einen super leckeren Brotaufstrich für euch oder Dip, wie ihr es nennen wollt. Es geht super einfach, schmeckt sehr lecker und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, dann bleibt jetzt einfach mal dran. Hier sind die Zutaten, die wir benötigen. 2 Avocado, Kirschtomaten, Salz und Pfeffer, Balsamico-Creme und frischen Basilikum. Los geht's! So, die Tomaten habe ich jetzt gewaschen und die schneide ich jetzt in kleine Stücke. Als nächstes kümmern wir uns um die Avocado. Die schneiden wir einfach zur Hälfte durch und machen den großen Kern raus. So sieht er ja aus, das kennt ihr ja bestimmt. Und ich habe jetzt hier meinen Löffel und hole mir quasi dieses Fruchtfleisch hier raus. Als nächstes schneiden wir dann die Avocado klein. Einfach so Würfel schneiden. Ich nehme mir dann eine kleine Gabel und mache die Stücke nochmal so ein bisschen kleiner. Und das Ganze mache ich dann jetzt auch noch mit meiner zweiten Avocado. Ja, und die braunen Stellen, die schneide ich mir ab. So, und jetzt kommt wieder das Ganze. Also die ist sehr reif, diese Avocado, wie ihr sehen könnt. Da müsst ihr die fast gar nicht zerschneiden. Ihr könnt gleich mit der Gabel das so ein bisschen kleiner machen. Ihr könnt es natürlich auch in Stücke lassen, so wie ihr möchtet. Als nächstes gebe ich ein bisschen Zitronensaft dazu, damit die Avocado nicht gleich braun wird. Ich verrühre das Ganze schon mal. Den Basilikum habe ich jetzt gewaschen und schneide ihn jetzt in feine Streifen. Gebt das Ganze dazu und dann wird das Ganze nochmal verrührt. Jetzt könnt ihr das Ganze nach Geschmack würzen. Ich mache mir nochmal eine Prise Salz dran und gebe auch noch gemahlenen Pfeffer dazu. Dann noch einen Schuss Olivenöl und natürlich darf mein Balsamico nicht fehlen, meine Balsamico-Creme. So, dann verrühre ich das Ganze nochmal. Und so habt ihr jetzt einen super leckeren Brotaufstrich gezaubert in ein paar Minuten und der ist wirklich super lecker. Ich richte es jetzt mal an und zeige es euch dann nochmal. So sieht es jetzt fertig angerichtet aus. Ein super schneller und leckerer Snack für zwischendurch zum Abendbrot oder eben für mittags, je nachdem. Also ich finde es total lecker und falls ihr es nachmacht, verlinkt mich sehr, sehr gerne mal auf Instagram mit dem Hashtag RosellaMia. Oder MomHeidi4, macht einfach Bilder, da freue ich mich riesig. Und ja, ich würde sagen, ich lasse es mir jetzt schmecken und vielleicht ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.